ganz Ohr. Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Verboten durch Sternstaub gegen wachsender Digitalkäfer. Wieso drucken die eigentlich eine Karte, wo drinnen steht, dass man sie nicht in Duellen benutzen kann? Bezogen auf unser Profilbild. Ich verstehe es gerade nicht. Worum geht's dir? Ja, in der Karte steht, this card cannot be used in a duel unten links. Das drucken die drauf, auf die Karte. Was ist das denn für ein Sinn? Abgesehen davon, ich check den Effekt nicht. Erklär mir den mal. Wenn diese Karte deinen Gegner direkt angreift und die LP zu 0 reduziert und noch Material hat, dann gewinnst du. Ja, ach, warte mal, das Match. Ach, das ist, wenn man ein Best of 3 macht, oder? Ja, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Das ist einfach nur eine Preiskarte. Ja, großartig. Also gibt's die wahrscheinlich in dem Spiel auch gar nicht, oder? Darf man nur Just for Fun spielen dann, aber nie in einem echten Duell. Ist eh schwer zu holen. 3-8er Drachen. So, wie du siehst, ich habe den Magier als Kartenhülle. Bin ich sicher, dass das das schwache Deck ist? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Was mildert er? Ach, das hat jetzt nicht geholfen. Digitalkäfer hätten die ersten Cyberverse-Karten werden sollen, aber nein, es sind Insekten. Merkwürdig. Das Doppelbeschwörung in dem Deck. Okay. Ein Monster für den Gerümpel-Synchronisierer zum Holen. Hast du jemals in deinem Leben den Gerümpelkrieger so beschworen, dass er einen ATK-Boost bekommen hat? Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, das je gesehen zu haben. Der Effekt jetzt erst triggern würde. Oh mein Gott, okay. Gut, das hat sich dann hiermit erledigt, die Frage. Ich glaube, ich hatte es schon mal anders geschafft. Die Sache ist, im Anime hat das irgendwie anders funktioniert. Da war es, glaube ich, irgendwie am Beginn von like, jeder Runde, dass das nochmal gezählt wurde, irgendwie sowas. Und nicht nur, wenn er beschworen wurde. Oder einfach generell, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es möglich, da auch im Nachhinein noch ein Monster zu beschwören, dann wurde er stärker. Hier kommt 1000 Bit! Hä? Hä? Ja, okay. Aber was ist dein Problem? Ich kann ihn nicht benutzen. Habe ich irgendwas vergessen? Was willst du denn benutzen? Hallo, kannst du nicht. Was genau willst du hier benutzen? Scheiße, er kann sich nicht selber drehen. Ist egal. Exit-Empfang. Und hier kommt der Skara-Lüfter. Ehrlich, ich habe mir das Bild gerade das erste Mal genau angeguckt und stelle fest, das ist ja gar kein Schneckenhaus. Das ist ein Skarabäus, der einen Lüfter schiebt. Hä? Ja, da... Dein Ernst? Du hast die ganze Zeit nicht bemerkt, dass das ein Lüfter ist. Ich habe nie so genau hingeguckt. So, ich kann dich einfach umdrehen und dann bist du ja absoluter Noob und easy to kill. Kostet mich halt 2 Material. Kein Fan davon. Wie wär's damit? Wir holen jetzt eine wunderhübsche Motte. Ich weiß jetzt nicht, ob man die als wunderhübsch bezeichnen kann, aber... Kernkohlweiß. Hier ist sie, 2200. Nice. Let's fucking go. Ja. Das ist... Oh mein Gott. Diese Motte wird jetzt ausgestattet. Es sind die ganzen CPUs auf der Flüte. Und jetzt hat sie 2 fette Kanonen. Und macht einen Sturzflugangriff auf dich. Und dann macht sie so BAM BAM BAM. Oder was auch immer für... Special Effects Team kann hier Effekte einfügen. Und ja. Ich habe mich gegen den Damage entschieden und dafür dein
Gerümpelkrieger zu killen. Ich hoffe, das bereue ich nicht.3600. Ich habe 62 Panzer gezogen, da kann ich auch nichts für. Sehr viel ADK. Ah! Einmal pro Spielzug, falls die Kampfposition von einem Monster auf dem Spielfeld, du kannst ein Monster vom Typ Insekt was? Anhängen. Let's go! Piep, boop. Ich möchte angehängt werden. Ich häng dich gleich an. Mein Gott, was ist das eigentlich für ein Scheißeffekt? Ich kann jetzt einmal pro Runde ein Monster in Defense-Position ins Deck zurückmischen. Nice. By the way, das wird dann das verdeckte Monster sein. Oh mein Gott, warum ziehe ich denn den schon wieder? Hier kommt ein Kokondenser. Der Kokon wird kondensiert. Kondenswasser. Will ich den Bus? Eigentlich will ich ihn nicht, weil das ist viel cooler, wenn ich das machen kann. Ich verliere meine ATK, wenn ich Bus hole. Das ist uncool. Wie wär's mit noch einem zweiten Lüfter? Für die Belüftung. Ja, er dreht und dreht und dreht. Komm. Sure. Let's go! Kampfposition des gegnerischen Monsters hat sich geändert. Du hast ja sicher nichts dagegen. Autsch. Das sah wirklich schmerzhaft aus. Einfluss von Kokondenser. Was macht der? Ich weiß nicht, ob es das relevant ist. Achso, du kannst keinen Effekt benutzen, wenn dein Monster in Defense war. Im Damage Step oder so. Ja. Guter Start für mich, ich bin froh. Ich rechne ja normalerweise nicht damit, dass Event Deck schwächer sind. Okay, cool, kriegst zwei Spielmarken der Stufe 1. Hast du noch einen Empfänger irgendwo im Hinterhintern? Oder willst du einfach nur Game Over gehen? Hä, was willst du? Was soll ich denn machen? So habe ich mehr Monster, als wenn ich den verdeckt gespielt hätte. Ja, schon, aber ich drehe ihn halt jetzt in Angriffsposition. Was? Warte, kann ich nicht, das war der Lüfter. Du hast recht. Ich sehe gar nichts in Angriffsposition. Ich kann deine Spielmarke ins Deck mischen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ich würde nicht ins Deck gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist ein Kokondenser. Also, wie viele von denen ziehst du denn noch? Ich hatte zwei und. Deine ganzen One-Card-Exceeds. So, aber ich werde jetzt nicht weiter exceeden. Nicht? Nein, aber ich hole mir Material. Very nice. Naja, wenn ich gewinnen will, sollte ich jetzt einfach ein drittes Monster holen. Da, 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 da. Also ich habe zwei Angriffe, also habe ich eh schon gewonnen, aber mir fällt gerade ein, ich habe ja wieder frisches Material, also kann ich deine Spielmarke auch umdrehen. Brauch doch nur zwei Monster, so betrachtet, aber es muss dein neues sein. Ja, okay, schön. So, warum ist da eine 1?
Weiß ich nicht, aber jetzt steht es 1 zu 0, also kann die 1 dort bleiben, oder nicht? Ah, Beta-Testing. Von den... Der Bronze 5er besiegt den Bronze 2er Spieler. Wir sind hier super high-ranked. Yeah. Du bist dran. Ach so, schon wieder. Ja, dafür habe ich gesorgt. Ah ja. Das ist alles sehr interessant. So, so. Ah ja, okay, diesmal falle ich nicht drauf rein. Ich hoffe, du hast sehr viele Maschinen im Monster. Ich bin nicht so weit, dass ich exceeden kann. Aber ich habe 1500 ATK. Let's go. Niemals hat der so viel Defense. Aber vielleicht hat er ja so einen Gerümpel-Synchronisierer, der die nächste Runde einfach zurückholt. Dann hätte es mir auch nichts gebracht. Du willst unbedingt, dass er überlebt. Wohl keinen Gerümpel-Synchronisierer. Na gut, ich gönn dir das. Wirklich. Die Sache ist, ich kann ihn nicht so effektiv, oder kann ich das Synchromaterial verwendet werden, außer für majestätische Monster. Also kann ich den nicht so gut. Ich glaube, du spielst das richtige Deck. Das mit den ganzen Einschränkungen in den Empfängern, ja. Oder vielleicht ist. Na, warte mal, war der nicht in dem starken Deck drin, der Majestätische? Ich bin immer noch nicht sicher. Ich bin verwirrt von diesem ersten Sieg. 3, 2, 5. Du, wäre das andere Deck, hätte ich nicht gerümpelt. Krieger, sondern Rasa gebaut. Das stimmt wohl. Gut, dann ist das doch das schwache Deck. Es sind nur mehr übereinstimmende Karten, als ich jetzt im Kopf hatte. Soll ich heute noch eine Nutella-Semmel essen oder gönne ich mir ein Eis? Oder hole ich Kekse raus? Du. Diese schweren Fragen, ey. Als ob ich den jetzt ziehe. Ah ja, das ist eigentlich das zweite Duell. Pepo Netzlöter. Oh nee, nicht der. Er hat den 1000-Bit umgedreht. Oh mein Gott. Und dadurch den da beschworen und den 1000-Bit aktiviert. Holy shit. 4 Monster gleich. Durchschlagender Kampfschaden. Ja, das habe ich gerne. Oh ja. Oh ja. Oh ja, sag sie alle auf, Skara-Lüfter. Alle 4. Alle 4. Okay, sure. Ich will nur ein Mega-Monster haben. Ich will nichts anderes. Oder ich opfer mal mein Material. Jetzt. Hä? Was will er von mir? Was will er? Du kannst 2 Material opfern und dem Gegner die Kampfposition ändern. Ja. Ja, ja, ja. Noch nicht. Ach, er hat dich auf 0 gedingst. Der Effekt von dem einen Typen da. Okay. Will ich das jetzt aktivieren? Ich habe ja genug Material für den Bus im Moment. Ja, komm, machen wir das. Ich werfe den ab und den. Dreh dich mal um, ich muss wissen, was du bist. Ah, okay.
Das ist jetzt aber auch nicht mehr so wichtig. Okay. Hier kommt Kernkohlball. La 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 la. Ich habe immer noch. Warte, nein, ich habe Bachi Bachi jetzt nicht mehr. Das ist doch sowieso egal. Ah, okay. Ich will. Also, irgendwie ist das aber blöd, weil ich will ja eigentlich schon ein Monster von dir besiegen auch. Weil Bachi Bachi sein Effekt funktioniert ja nur quasi bei dem Monster, was du mit ihm beschwörst. Also bei der drauf ranken ist der Effekt ja dann immer da. Ja, aber es zählt als Exit, was ich hier mache. Also einmal pro Spielzug, Gänge ab, höchste Def wird zerstört. Das wäre dann der Schildflügel. Den hätte ich eigentlich gerne angegriffen. Okay, weißt du was, dann machen wir das so. Ich benutze Exit-Effekt. Für den Doppelkrieger. Weil ich eh keinen durchschlagenden Schaden mache. Oder hat der Bus das noch als eigener? Der Bus hat das sowieso. Wird. Ja. Der Bus kann dich doch sowieso töten. Ich gönn dir den, darfst den behalten. Vielleicht kannst du ja sogar was machen nächste Runde. Kann ihn immer noch zerstören. Will man Material aufheben für was Wichtigeres. Okay, du bist dran. Ich hoffe, dir hat mein erster Zug gefallen. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum sein Effekt jetzt nicht getriggert ist. Hast du den Dominicated gehabt oder das umdrehen oder wie? Oh mein Gott, stimmt! Er hätte ja gar nicht sterben dürfen. Er wurde negated von Kernkohlweiß, ja. Ich glaube, sie war's. Wähle ein Monster in Verteidigung. Warte, nein, Mission ins Deck. Warte, wo ist er? Skara Lüfter war's. Ah, toll. Ändere die Kampfposition und seine Effekte werden bis zum Ende des Spielzugs annulliert. Ja, genau. Ich habe keine Empfänger oder keine Nicht-Empfänger mehr, nur noch Empfänger. Das ist ja ganz toll. Das heißt, ich habe das jetzt perfekt gemacht, ganz unabsichtlich. Okay, setzen wir den, weil die Chance, dass ich den benutzen kann, ist eh fast gleich. Den ich vielleicht lieber auf der Hand halten soll, wenn ich drüber nachdenke. Naja, ja. Schon okay. Solange du keine Maschinenmonster benutzt, bist du safe. Bis ich da Witzbold. Also der wäre sogar Maschine. Dann kommt jetzt mein magnetischer Moskito. Tischlein, deck dich. Zeige, wer du bist. Du bist majestätische Drache. Das wäre ein Monster. Das ist auch nur ein Monster. Okay. Ja, gut, hier, komm. Das überlebst du noch. Die Digitalkäfer boomen, ja. Tun die das. Ihm geht's gut, so richtig. Das gut. Ist doch auch ein Empfänger. Ah, ist das nicht schön, wenn man ein Synchro-Deck spielt und so viele verschiedene Empfänger zur Auswahl hat? Endes. Oh, Synchron. Schnellzieh-Synchron. Cool. Ja, zum schnellen Ziehen. Cool. Da. Ich denke nicht, dass dich der beschützen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich? Aber der ist doch so toll. Das mag sein. Aber mal ehrlich, wenn ich dich jetzt einfach töte. Während und dann mit dem alten Monster direkt. Okay. Was? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann war es so ein Irrelevant.
So oder so, ich hätte ja zweimal angreifen können, also. Aber dann hättest du nicht durchgeschlagen. Ja, stimmt wohl. Aber der zweite Angriff wäre stark genug gewesen. Also egal. Okay, du bist dran, jüngerer Mann. Was willst du? Du warst jetzt zweimal Zweiter, gell? Dann fange ich jetzt an. Dir zuliebe. Oder so. Aber du hast gut gezogen. Ja, denn du wirst es brauchen. ja. Fangen wir mal damit an. Unendliche Unbeständigkeit. Was willst du? Nichts! Ich habe ein Problem. Hier, du bist dran. Ich bin kurz AFK. Hat irgendwie auch nix. Das ist ein Gegner. Auch nicht so gut. Ja, ich bin da. Wie geht's, wie steht's? Kein Monster gespielt? Wer braucht denn schon Monster? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du so großartige Backrow-Effekte hast, aber das liegt einfach nur in meinem Gedächtnis, nicht, dass du keine hättest. Okay, Batschi Batschi, los geht's! Ach, was? Batschi Batschi? Ja, Attacke! Gute Himmel, warte, was? Was? Warte, was? Was willst du? Was dachtest du, was ich mache? Exceeden? Wenn ich hier 100 ATK mehr Damage rausbekomme? Ist das so? Ja, der Lüfter hat 1800 und der Schneekohl weiß 2,2 und die haben 2,3 gemacht. Ich könnte jetzt exceeden, aber irgendwas sagt mir, dass ich das nicht tun soll. Okay, sure, wenn du meinst. Ja, das einzige Problem ist, wenn ich es jetzt nicht mache und du tötest einen, schaffe ich es gar nicht mehr. Also gut, ich exceede. Nur für dich. Hier ist Gara Lüfter und jetzt sag mir, linke oder rechte Hand? Was willst du? Na, das hier. Okay, links hat gewonnen. Mein links, dein rechts. Okay, damit kann ich, denke ich, leben. Dann muss erstmal die Treue bekräftigt werden, so schaut's aus. Cool. Zerstört heißt nicht annulliert. Wir lernen dazu. Ha. Der Zerstört hieß noch nie annulliert. Ja. Ja, das weiß ich. Das einzige, was es halt gibt, ist die permanenten Karten, weil die halt auf dem Feld bleiben müssen, um den Effekt resolven zu können. Ich kann jetzt weiter exceeden. Wenn du meinst? Nein. Ich möchte mit Batschi Batschi angreifen. Mit okay, jetzt kann ich ja unter Umständen vielleicht sogar was sinken. Ja, ich meine, du hast immerhin mal nicht empfängen. Oh, sorry, ich habe da so einen Schnelleffekt offenbar, auch wenn da nicht Schnelleffekt dabei steht. Ach ja, übrigens, das ist 3, aber das ist bei dem Monster nicht so, dass es 3 ist. Liegt am Empfänger.
Ich hätte dich umdrehen können und negaten, aber ich erlaube es. Du darfst eine Karte ziehen. Oh. Sure. Das ist nicht so gut für mich. Ich meine, du kannst jetzt Stufe 4 sinken. Ich habe schon genormelt. Das ist der einzige, mit dem ich was machen kann, der da. Ah, ja. 5 Sterne Empfänger ist 6 Sterne Synchro. Oder 9 Sterne, wenn, falls du einen Vierer hast, der kein Empfänger ist. Hulala, jetzt habe ich ja voll die Auswahl hier. Scheinbar. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe ja schon 2 Wins, also was soll's. Okay, cool. Das gefällt mir auch nicht. Vielleicht hätte ich doch Nase auf den Bus holen sollen. Interesting. Ja. Oh mein Gott, er hat 3 seiner Monster ge... Ah, nein, 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 hat er nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Das gefällt mir nicht. Und das werde ich nicht zulassen. Stopp. Nein. Ich hoffe, ich kann darauf ketten. Warte mal, was machst du jetzt mit gerumpelter Zerstörer? Nur umdrehen, keine Sorge. Das ist aber nicht so. Okay. Na und negaten natürlich auch. Doch meine Monster retten. Mein Monster, mein Heiligtum. Aber jetzt ist es raus. Mein Effekt ist. Brauchen die weg. Alle zwingend? Wahrscheinlich. Oh mein Gott, ist das dumm. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwie anders beschworen sollen. Ich habe, glaube ich, den anderen. Du wusstest ja, dass ich diesen einen Effekt habe. Oh wow. Ich meine, das hilft dir dann im nächsten Zug. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ey. Ah, natürlich. Füge dem Gegner die Hälfte der ATK des zerstörten Monsters noch als Schaden zu. Und 300 ATK für jedes Monster, das ich habe. Ja, falls ich irgendwie 4000 ATK zusammenbekomme, dann kannst du die Zauberkarte zerstören statt das Monster. Richtig gut. Ich bin am Arsch, ich sehe es. Ja, genau, du bist am Arsch. Überhaupt nicht, aber okay. Wie kriege ich jetzt hier wieder Material rein? Wenn diese Karte ein Monster zerstört, dann kriegt sie Material. Und du hast Krieger, keine Maschinen. Okay, setzen. Natürlich bist du jetzt noch ein Stück stärker, aber was soll's. Ja, so funktioniert das für gewöhnlich. Ich habe ein klitzekleines Problem, ich kann ihn nicht aufsaugen! Ja, das ist halt so mit Spielmarken. Du hast gewonnen, allein deswegen hast du jetzt gewonnen. Dadurch, dass du verhinderst, dass ich jetzt weiter exide, hast du gewonnen. Vorausgesetzt. Naja, ich meine, ich habe schon noch eine Chance.
bis du mich vermöbelt hast. Also als allererstes drehen wir den jetzt mal um. Oh nein, tu das nicht. Spiel bitte noch ein schwaches Monster und lass meinen Lüfter leben, okay? Der Rang ist nicht Stufe, ne? Das heißt, ich kann jetzt leider nicht mal mein Heiligtum benutzen. Schon dumm. Ah, okay. Ich weiß nicht, welcher Effekt das jetzt ist, aber ist mir egal. Au. Ja, holla. Das burnt dann schon ganz schön. Ja, aber ich überlebe die nächste Runde wahrscheinlich, wenn du nur ein Monster hast, auf jeden Fall. Ach, der Zerstört. Wenn ich den spiele, würde mich allein der Effekt umbringen. Du bist Krieger, kein Monster. Ich darf ihn also nicht... Was? Kein Monster? Also, was ist Monster, ein Typ? Maschine, sorry. Natürlich sind das Krieger. Das Deck ist voller Krieger. Wenn du das jetzt nicht beendest, schwöre ich, ich habe noch eine Comeback-Chance. Ich muss nur die richtige Karte ziehen. Und zwar einen Co-Condenser. Und davon habe ich 3 im Deck. Das ist immerhin eine beinahe 10% Chance. Der hat nur 300 ATK, ich überlebe das. Was sind schon 450 Damage? Oh. Oh, so ein Duval, ich krieg den Kokondenser geschenkt. Let's go. Kannst du verhindern, dass ich exide? Aber, ich tat jetzt alles ein bisschen weh, aber... Aua. Aber es ist in Ordnung. Der Stufenkrieger. Leider keine Maschine gewesen. Ja, ich hätte vielleicht was anderes machen sollen. Ich sehe alles, was du hast. Und du hast ja vermutlich keine Handtraps, also... Ich hätte Waffen aus der Waffenhammer ausklinken sollen und einfach mit der angreifen sollen. Mhm. Die wäre zwar dann kaputt gewesen, weil sie Maschine ist, aber da hätte ich mit der Waffe direkt angreifen können. Ja, das stimmt. So wie du es jetzt gemacht hast, hast du verloren. So schnell. Ja, wenn ich mich jetzt nicht verklicke oder so ein Scheiß. Okay, sure. Mr. Co-Condenser. Du kannst dir auch gleich denken, warum ich so siegessicher bin. Das ist keine Backrow-Karte, die mir das vermasselt. Denke ich jedenfalls. Ich kann mich ja verlesen haben. Das sehen wir gleich. Let's go! Ein sakraler Lüfter. Bye bye! Alter, jetzt kommt er her mit seinem scheiß Exceed-Effekt. Ja, gut, dass ich vorhin nur eine benutzen durfte und nicht 2 Ketten, sonst hätte ich es nämlich wahrscheinlich gemacht. Let's fucking go! Ich brauche einen Bus. Nein, du brauchst keinen Bus. Machen Busse Tüt-Tüt oder machen die eher? Na, das kann ich jetzt nicht so gut. Honk machen sie nicht, das machen andere. Fabelwesen. Hä, hey, was? Fabelwesen? Ja. Das ist der Gänse-Fabelwesen? Ja. So, zeig mir, was du kannst. Ja. Nice! Comeback! Hast du überhaupt ein Monster?
Weißt du, wir spielen jetzt schon das dritte Duell und ich habe diese Käfer-Notfall-Qualenkarte noch gar nicht gezogen. Wie unfair. Du weißt, ich mach durchschlagenden Kampfschaden. Ne? Ja, wenn du meinst. Prokondenser! Macht der auch durchschlagenden Kampfschaden? Eher nicht, aber das Gara Lüfter mit Bachi Bachi gleich schon. Abgesehen davon, dass das dann irrelevant ist, aber. Ich möchte vorsichtshalber ein zweites Monster, falls ich nicht genug Damage habe. Aber der Nashornbus wird das vermutlich regeln, außer du hast mehr als 1300 Defense. Das kannst du mir ja gleich sagen. Goodbye. Oh, null. Ich konnte meine Falle nicht mehr einsetzen. Oh, das tut mir leid, warum nicht? Ja, wahrscheinlich, weil ich tot war. Ah, aha. Bewerten, nicht vergessen und ciao.